Bin ja auch ehrlich, ne? Normalerweise ich bei Sonnenboys nicht einsteigen. Ja gut. Müssen wir wohl, wa? Dann da. Er scheint wohl die Taste zu sein in dem Spiel. Oder? Wohin soll's gehen? Du hast da ein bisschen was Zum am Glen. Kopf. Lasst mich am Embers raus. Vorderer Eingang? Rampe am Hintereingang. Ich zeig euch, wo ihr halten müsst. Du hast ihn gehört, Marcus. Was ist diese jetzt? Lul, ich kann mit meinen Wie Soundtaste läuft es für dich in NC? Richtung Gut einstellen. beschäftigt? Was? Wie läuft's in NC? Gut beschäftigt. Ich schlag mich durch. Hier hat sich nicht viel verändert, oder? Wie? Hier hat sich gar nichts verändert. Das ist alles Selbst 2 Jahre später hat sich kaum was verändert. Du kennst ja Haywood. Starke Wurzeln. Immer mit demselben Blut gewässert. Und jetzt erzähl mir von dir. Ist aber recht dunkel hier alles, ne? Ja, ich schlag mich durch auf jeden Fall, Mache ne? hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also, lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Scheiße. Was sind denn jetzt diese? Halt mal an. Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? Ich hab gar keine Waffe! Könnt ihr mich mal bitte denn da rauslassen? Ich will ja ein ehrlicher Börger sein. Extra deswegen das Stadtleben genommen. Muss mein Glückstag heute sein. Was Huch. Bist du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glen. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi? Wie lautet deine Antwort? Gegenangebot. Du drehst dich um und kletterst zurück in deinen verdammten Jeep. Und? Und deine Mutter, die in der Bacharo lebt, wacht morgen gesund und munter in ihrem Bett auf. Voll der Wer sieht alles, Kamerad? Gangster. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Hä, was hab ich jetzt gemacht? Ich hab gar nichts gemacht, wirklich. Lass mich aus dem Spiel hier raus. Ich hab das Gefühl, dass ich gleich wohl drinnen bin hier. In dem ganzen Ding. Was auch immer hier läuft. Atlanta hat dich verändert. Soll heißen. Das weißt du ganz genau. Hä? Ey, was warum Zeit? War der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Also ich hätte gerne ein paar mehr Infos, wenn das in Ordnung wäre. Weiß ich nicht. Finde das persönlich ein bisschen zu wenig gewesen. Inputmäßig. Halt hier an. Gleich hier. Ich springe einfach runter. Hier. Bevor du gehst. Was diese? Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Bisschen Homo-Kater, ne? Was nicht schlimm ist, finde ich in Ordnung. Danke, Padre. Ich muss los. Geh mit Gott. Guck dat. Geh mit Gott, aber geh. Na, was ist das jetzt für ein Move? Ist das so der Standard hier mal kurz hier runter scheinen? Gibt's nicht. So, was machen wir denn jetzt hier? So, ja. Das wäre ja Sprinten jetzt. Nicht, dass gleich wieder deine Tante ankommt, die Zigaretten fragt. Dann sagt, nee, Alter, komm zurück. Ich will noch was anderes von dir. Und dann sagt, Digga, ich wollte doch nur Zigaretten haben, Armin. Ich hab keine Zigaretten. Die eine Tante ist vollkommen nervig gewesen.
Hallo, Entschuldigung. Oha, nichts gemacht. Du sitzt hier wie ein Komischer, darf ich doch mal kicken, was hier los ist, oder was? Alles okay? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Deswegen dachte ich, frage ich ihn mal lieber nochmal konkret. Na, spreche ich ihn drauf an. Aber man hat sich ja mein Verdacht bestätigt auf jeden Fall. Wo sind Sie? Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz noch was machen. Jetzt läuft's. Jetzt bin ich du hast dir am nichts zu suchen. Start. Oh, aber ich werde nichts zu suchen, hey. Ich werde es euch noch einzeigen. Ich werde hier so der Ficker werden. Digga, fahr doch mal hoch jetzt. Hallo. Oh oh. Hey, Lagebericht. Bin angekommen. Suche jetzt einen Kumpel. Rick ist einer von uns, wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Ja, sagtest du bereits. Achso, ich bin da. Gar nicht mitbekommen, hä? Lul. Nö. Nö, 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 nö. Ich gehe auch viel zu schnell, oder? Oha. Oha, oha. Bitte Kirk, optional. Erfinde Rick. Finde Royfield. Ey, Digga, ich hätte gern noch Rick gefunden. Ich kann man hier nicht schnell speichern? Oh, weiß ich gar nicht. Kurz gucken, ob man hier schnell speichern kann. Erstmal speichern. Bestätigt. Dann Einstellung. Tastaturbelegung. Ja, ja, ja. Nee, Alter, ich will doch nur schnell speichern. Fotomodus, ich habe einen Fotomodus, den gucken wir uns gleich mal an. Ja, anscheinend nicht, aber muss es doch geben, oder? Doch, da stand gespeichert. F5 ist der Casus Knacktus, wie man so sagt. Irgendwie helfen. Hat er nicht gerade jemand was gesagt? Ach, scheiße, wie sah er nochmal das Auto aus? Ich würde den hier gerne nehmen. Der sieht doch spicy aus. Den mag ich. Ah, der Abgang ist hier nicht ganz so meins. Nee, nee. Oh, auch. Kirk. Nee. Ich sehe den Wagen. Dein großer Auftritt, wie? Viel Glück. Ich kann hier jetzt einfach so reinspazieren, mich in den Wagen hocken und es ist hier null Video überwacht oder was? Ganz ehrlich, da ist selbst mein Zuhause besser abgesichert, sichert. Ist halt zumindest ein Schloss vor. Das ist hier ja auch nicht. Was ist diese? Aufzug rufen ist halt einfach deaktiviert. Den, weiß ich nicht, mag ich persönlich eher nicht so. Aber wir nehmen den jetzt, ne? Müssen wir ja. Mal sehen, ob dieser Zaubertech was taugt. Mir fehlt einfach der Glaube. Siehst du? Wir sind reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Das glaub ich irgendwie nicht. Tschüss. Wow. Fuck. Du kannst fahren. Und jetzt drauf. Was machst du? Das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Kann ich jetzt fahren, Alter? Keine Bewegung. Digga. Festgenommen. Bleib, wo ihr seid. Wenn du
dahin, wo ich sie sehen kann. Schön langsam. Auf den Boden, ihr Pisser, und zwar sofort. Hey, Digga, ich will jetzt wegfahren. Jackie Wells, mein alter Bekannter vom Block. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt. Hey, Detective Stintz. Lange nicht gesehen. Inspektor Stintz. Urin, Uran. Hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Deine mir aber nicht. Wird bald, ich warte. Ah ja, deine mir aber nicht. Hier, den mittelsten Finger zeige ich dir auch noch, Ala. Auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesorgs ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Zunge verschlossen. Weiß nix, aber... Du weißt ein Scheiße. Weiß gar nichts. Die Wahrheit tut weh, was? Halt's Maul. Pass auf, was du sagst. Ich bin kein geduldiger Mann. Komm schon, Stintz. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße, gibt dir nur noch Stehplätze im Mehlbotte. Kommen sicher schneller raus. Das sind die Diebe, gewöhnlicher Straßendreck. Ich hab sie in Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungen. Was ist denn der Japaner da hinten? Soll ich sie gehen lassen? Warum hat er denn Mask auf? Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibgut wird. Was war er jetzt? Ihr habt ihn gehört. Fuck. Nicht der coolste erste Szene. Hallo, ich bin draußen. Einen Moment lang sah das echt übel aus. Dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mann, ich auch nicht. Stintz hat's auf Leute wie uns abgesehen. Aber ein bisschen Ehre hat er noch. Ehrenmann, Bruder. Und sein Sinn für Ehre soll uns gerettet haben. Ja, naja. Und dass er aus Haywood ist, wie wir. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Ja. Ah, es hätte wahrscheinlich eh nicht geklappt. Es scheint ein netter Dude zu sein. Ach komm, der Plan war von Anfang an scheiße. Selbst Schwarzmarktmagie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Hätte wissen sollen, dass ich die Bullen am Arsch hab. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Warum kennt mich eigentlich jeder? Außer ich. Kein Plan, wer ich bin. Wells. Kenn dich. Moment. Wells wie Mama Wells? Deshalb kam mir dein Name bekannt vor. Meine Mutter, ja. Das Coyote ist ihr Schuppen. Komisch, dass wir uns noch nie getroffen haben. Hm, ja, da habe ich doch diesen Job bekommen. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Helfersyndrom, aber da kann ich nichts für. Mann. Frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen. Und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Der Cabron muss lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Essen? Was denn für Essen? Können wir los? Essen? Du musst das Chili meiner Mama probieren. Bestes der Stadt. Dann mal los. Dann mal los. Ich sterbe vor Hunger.
Eddie! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Scheint jetzt ja beim Best Buddy zu sein, ne? Haben wir ja ein bisschen was durchgemacht da wohl anscheinend. Mal schauen, Alter.